Durchbruch oder Streik? Es ist die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der Metaller. Zwischen Angebot und Forderung liegen bisher noch Welten. Tendenziell ist mit einem Streik ab Montag zu rechnen, sagt Wirtschaftschef Dietmar Mascher. Die Metallindustrie ist momentan nicht voll ausgelastet. Das heißt, den einen oder anderen Streiktag würden die Arbeitgeber wahrscheinlich durchaus verkraften. Herr Mascher, zur Stunde Mittwoch 15 Uhr, da läuft die vierte Verhandlungsrunde für den Metaller Kollektivvertrag. Mit was rechnen Sie? Das ist sehr schwer zu sagen. Auf jeden Fall mit sehr langen und ausführlichen Verhandlungen. Die Verhandlungspositionen sind doch sehr weit auseinander. Die Arbeitgeber haben heute angekündigt, sie werden nachbessern. Die Frage ist, was verstehen Sie unter einem Nachbesserungsangebot? Und wie reagieren die Arbeitnehmer darauf? Also ich glaube, es wird lange dauern, bis man sich einigt. Wenn überhaupt es zu einer Einigung kommt, tendenziell rechne ich eher damit, dass es nächste Woche zu Streiks kommt. Das war eben die Frage zwischen Streik und Durchbruch. Man hat sich von Seiten der Gewerkschaft schon die Streikfreigabe geholt. Also wenn es jetzt tatsächlich ab Montag soweit ist, dass gestreikt werden wird, was würde denn das für die Metallindustrie bedeuten? Auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel. Die Metallindustrie ist momentan nicht voll ausgelastet. Das heißt, den einen oder anderen Streiktag würden die Arbeitgeber wahrscheinlich durchaus verkraften. Einige, mit denen ich gesprochen habe, rechnen durchaus auch damit, dass es dazu kommen wird. Und es ist möglicherweise auch ein Ventil für den Unmut der Arbeitnehmer und gleichzeitig auch dann vielleicht auch eine Möglichkeit, noch einmal sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Aber das heißt, es wäre nicht weiter tragisch jetzt, weil die Auftragslage ebenso gering ist? Das Problem bei diesen Verhandlungen ist ja das, dass man von einer hohen Inflationsrate ausgeht. Das ist dem geschuldet, dass wir voriges Jahr ja ein sehr gutes Jahr hatten und hohes Wirtschaftswachstum hatten. Jetzt ist das Wirtschaftswachstum deutlich zurückgegangen. Wir befinden uns mitten in einer Rezession. Es tut sich auch für 2024 nicht wahnsinnig viel. Ich halte die meisten Prognosen für zu optimistisch. Und in diesem Spannungsfeld, wo die Arbeitgeber alles brauchen können, nur keine weiteren Kosten, wollen berechtigterweise die Arbeitnehmer ja eine Inflationsabgeltung haben. Und das unter einen Hut zu bringen, ist wirklich sehr schwierig. Ein Stichwort Inflation, die ist ja die Basis eben für die Verhandlungen. In Österreich noch immer sehr hoch, jetzt zuletzt aber gesunken, am niedrigsten Stand seit Jänner 2022. Beeinflusst das jetzt aktuell diese Verhandlungen irgendwie? Naja, es wird wahrscheinlich bei den Argumenten eine Rolle spielen, aber die Inflationsrate als Basis für die Verhandlungen, die steht ja schon fest. Also die liegt bei über 9% und daher sind die Arbeitnehmer auch zu ihrem Schluss gekommen, wir hätten gern 11,6. Wir haben uns ja zum Auftakt der Verhandlungen Ende September schon unterhalten. Da haben Sie gesagt, die Forderung von 11,6% sei verhältnismäßig zurückhaltend. Sind Sie jetzt über den Verlauf dieser Verhandlungen überrascht? Nein, das war klar, dass die Verhandlungen sehr konfliktträchtig sein werden. Aus Sicht der Arbeitnehmer waren sie relativ zurückhaltend, aus Sicht der Arbeitgeber natürlich völlig überzogen. Und wie ich schon erwähnt habe, ist das sehr schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Noch dazu, wenn man sich die handelnden Personen ansieht, der Arbeitnehmervertreter verhandelt zum ersten Mal, steht unter großem Zugzwang, also er muss was nach Hause bringen. Gleichzeitig geht es auch um die Verantwortung für die Unternehmen, dass keines überfordert werden sollte. Ja, und die Arbeitnehmervertretung, die hat mit sehr drastischen Worten da gespielt in deiner Fäkalsprache, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wiederholen möchte. War das irgendwie förderlich? Naja, die Verhandlungen bei den Metallern, da ist es noch nie zimperlich zugegangen. Wenn man sich an die früheren handelnden Personen erinnert, die waren durchaus mit markigen Sprüchen schnell zur Stelle. Das ist Teil einer Inszenierung, würde ich einmal sagen, würde ich nicht so sehr ernst nehmen, ist mehr für die eigene Klientel gedacht und für die Galerie. Wichtig ist, dass man dann hinter verschlossenen Türen den richtigen Ton findet und sich darauf einigt, dass man gemeinsame Verantwortung trägt. Abschließend, Herr Mascher, die Metaller, die geben ja bekanntlich die Richtung vor. Auch beim Handel schaut es irgendwie nicht so viel anders aus. Da stehen auch Betriebsversammlungen im Raum. Kann man jetzt irgendwie damit rechnen, dass sich dieses Szenario irgendwie durch alle Branchen durchziehen wird? Beim Handel ist die Situation
besonders schwierig. Also die Industriebetriebe, die haben in den vergangenen 2 Jahren ganz gut verdient, muss man sagen. Die Handelsbetriebe, die können das aber nicht behaupten. Wenn man sich angeschaut hat, die Handelsbetriebe waren diejenigen, die am meisten zugehabt haben. Die Handelsbetriebe sitzen zum Teil auf Lagerbeständen, die unglaublich hoch sind und haben daher wenig Eigenkapital und wenig Liquidität. Das heißt, wenn jetzt noch ein Sprung dazukommt von über 10% für die Mitarbeiter, die das natürlich auch für sich berechtigt sind, dann wird es für viele Handelsbetriebe sehr schwierig. Und man sieht in der Arbeitslosenstatistik, die heute veröffentlicht worden ist, in Oberösterreich ist es gar nicht der Bau, wo die meisten Arbeitslosen zu verzeichnen sind, sondern es ist der Handel, wo das massiv zunimmt. Herr Mascher, vielen Dank für Ihre Analyse. Bitte gern.